Du hättest heute auch ruhig noch mal ein Hemd anziehen können. Hallo ihr zwei! Hi, wie schön, dass ihr da seid. Kommt doch rein. Ja, alles klar? Gut, ja, ja. Ja, ja, du? Bitte schön. Vielen Dank. Kannst du mal mitkommen? Ja. Prost, Micha. Prost. Na, wie geht's bei dir im Job? Ach stimmt, das weißt du ja noch gar nicht. Also, das mit der Gehaltserhöhung lief super. Mein Chef konnte keinem meiner Argumente standhalten und musste mir die Gehaltserhöhung sozusagen automatisch geben. Das läuft ja bei euch. Danke. Ja, sensationell gut. Aber wir arbeiten ja auch beide extrem hart und da muss es natürlich auch laufen. Und bei dir verteilst du noch diese Zettel? Du meinst die Infobroschüren über die Flüchtlingsfrauen, die in deutschen Flüchtlingslagern so brutal misshandelt werden? Ach stimmt, das war was mit Ausländern. Habt ihr euch den Wagen jetzt geholt? Ja, naja, also Jasmin, ihre Eltern ein bisschen was dazugeben. Aber ich will noch wieder abzahlen. Ja, ist doch super, wenn ihr euch das gerade noch nicht leisten könnt. Wir überlegen ja, den Wagen als Neufahrzeug, als Zweitwagen für Sandra zu holen. Sandra will zwar kein eigenes Fahrzeug haben, aber ist ja so unökologisch. Aber läuft sowas überhaupt? Ja, das läuft. Sollen wir rübergehen zu den Männern? Ja, gerne. Also ich kann sowas ja nicht. Wollen wir endlich loslegen? Gerne. So, das Grünzeug kommt jetzt hier mal weg. So, wer baut auf? Das mache ich. Ich hoffe, ihr wisst, mit wem ihr euch hier angelegt habt. Die Hunde, die am lautesten bellen, fliegen auch zuerst raus. Bellen kannst du sehr gerne. Ich konzentriere mich doch lieber aufs Spiel. Alle was zu trinken? Ja, danke. Jo. Der Wein schmeckt sehr gut. Na, wo sind denn die Regeln? Die haben das letzte Mal schon gefehlt, aber wir können das online nachschauen. Dann geht's los. Verhindern, dass du hier baust. Ja, aber das ist der Sinn des Spiels, dass ich baue. Du kannst damit ein Vermögen verdienen und dann sind wir alle raus. 6.400 bitte. Yes. Ich baue bitte 3 Hotels. Platz, du kannst nicht erst Hotels bauen, du musst erst Häuser bauen. Seit wann das denn? Schon immer, das steht so in den Regeln. Hier, schau. Ja, passt schon. Ist halt voll. Was denn, wenn du da noch ein Hotel mit drauf hast, oder? Warte, mit Hotel, Alter, 30.000. Du bist ja direkt pleite. also ich krieg trotzdem 5.000 von dir. Thank you.
Folgendes. Ja. 6. Ja, ich bin fast pleite, ja. 16. Warum kommt eigentlich nie einer auf meine Schlossallee? Du hast den zweiten Preis in einer Schönheitskonkurrenz gewonnen. Den zweiten? Ich würde ja erst sagen, den ersten. Sehr geil. Was wahrscheinlich bin rehabilitiert. Gib mir einfach alles. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hier seit zig Runden nur am Bezahlen. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Ihr bescheißt doch jetzt mal ohne Witz. Du hast doch gewürfelt. Ich bin hier ununterbrochen am Zahlen und ihr zwei kommt komischerweise nie auf meine Schlossallee. Ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, es reicht mir jetzt. Jetzt bleib halt sitzen. Komm, ist doch nur ein Spiel, beruhig dich. Ja, wieso? Es ist vorbei, ich bin raus, ich bin pleite. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, aber du brauchst jetzt nicht rumschreien deswegen. Irgendwann muss immer mal einer gehen. Dann schauen wir mal, wer hier mit fairen Mitteln gewinnen kann. Oh, gewinnen? Das ist mein Spezialgebiet, da fühle ich mich direkt angesprochen. Fair. Ich hab fair gesagt. Mein Scheiß, ey. Das ist meine fucking Kohle hin. Ich hätte deine Drecksmiete locker zahlen können. Was schaust du jetzt mich so an? Du hast doch immer, oh Wunder, irgendwo Geld hergehabt. Was schaut ihr mich jetzt so an? Ich bin die Bank. Ich habe ein Reines gelesen. Ganz ehrlich, Jasmin, du brauchst jetzt hier nicht die Schuld den anderen zuschieben. Du spielst doch selber die ganze Zeit unfair. Ja, weil das Spiel so funktioniert. Erst alle Gegner ausschalten, dann die Miete in die Höhe treiben. Oh mein Gott, dein Scheiß Ernst? Schatz, halt dich zurück, lass die beiden machen. Jetzt spiel du nicht noch das Unschuldslamm hier. Wer hat mir denn die ganze Zeit das Geld zugeschoben? Achso, du bist also auch nicht so unschuldig, oder was? Jetzt lass mal Konstantin in Ruhe. Du bist noch naiver, als ich dachte. Du bist jetzt mal ruhig, Fräulein. Wie nennst du mich? Ruhe jetzt! Ja, was willst du jetzt eigentlich? Du schreist die ganze Zeit aufeinander, die ganzen Nachbarn, was soll ich denn von euch habe ich die Schnauze voll! Was habt ihr jetzt davon? Was soll ich das denn jetzt? Micha, warte! Hey, ja, das muss doch jetzt echt nicht sein. Nein, es ist rum. Mann. Was grinst denn du so blöd jetzt? Alles deine Schuld.